Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns mal das Sortiments-Update von Catrice an. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ihr bekommt auch super viele von den Produkten bei Purish. Wenn ihr möchtet, könnt ihr ab 20 Euro Bestellwert die Maxime Catrice Palette mit dazu bekommen. Da setze ich euch auch mal den Code mit rein. Genau genommen schauen wir uns das natürlich in meinem Gesicht an und wir starten hier mit den Endless Pearls. Das ist einfach ein Primer, würde ich mal so sagen. Erinnert ein bisschen von der Optik an Love. Das liegt halt an diesen Perlen, die da so drin sind. Das hatte damals Love ja auch bei dem Primer mit dabei. Und hier haben wir auch den Pumper, wo man so schön den Finger reinlegen kann. Wenn man das hochpumpt, vermischen sich aber quasi die Perlen mit dem Serum, was da drin ist. Fühlt sich auf dem Gesicht erstmal relativ wässrig an, riecht nach frisch gewaschener Wäsche im Gesicht, zieht unfassbar schnell ein, oh wow, und hinterlässt so ein leicht klebriges Gefühl, aber nicht so, dass es an meiner Hand so richtig kleben bleibt, sondern ja, einfach ein bisschen klebrig halt. Und darauf hält dann vielleicht super toll dieser Soft Glam Filter Fluid Glow Booster. Den habe ich in recht hell bestellt, 002 Fair, das ist dieser hier. Erinnert ja auch ein bisschen an Charlotte Tilbury, aber der hier sieht weniger glowy aus. Ich habe das meiste übrigens bei Catrice Online bestellt, weil das noch gar nicht so bei uns in den Theken war. Da habe ich jetzt auch schon mehrfach geschaut. Es gibt so einen extra Aufsteller, aber super viel hiervon ist irgendwie nur online exclusive. Okay, wir haben ja auch so einen großen Applikator. Damit trage ich das dann einfach mal auf. Kriegst du halt nicht so super viel raus, ne? Das nervt ein bisschen. Und ich glaube, ich verteile mir das erstmal mit dem Pinsel hier, ne? Ja, mit einem Schwämmchen hätte man wahrscheinlich auch viel zu wenig Deckkraft, weil das hat ja kaum Deckkraft. Also als Foundation vielleicht möglich. Aber es ist halt eher super, super leicht. Das deckt nicht ab, nein. Also das würde ich nicht als... Nein, das ist keine Foundation. Das ist eher ein Primer, ne? Ja, jetzt habe ich Primer auf Primer. Läuft. Ist aber okay. Könnte man bestimmt auch punktuell auftragen, wenn man das irgendwie als leichten Glow haben möchte. Also als leichten Highlighter. Aber es ist tatsächlich eher als Primer zu verwenden, weil das keine eigene Deckkraft oder sowas mit drin hat. Hinterlässt aber einen schönen Perlenglanz. Wow, das sieht richtig krass aus im Licht, ne? Wenn ich nah rangehe, sehe ich minimal Schimmerpartikel. Aber fällt auch nicht wirklich auf. Okay, was ich jetzt machen werde, ist, dass ich mir dann auf beide Gesichtshälften die Tinted Serum Foundation auftragen werde. Das ist die aus dem letzten Sortiments-Update, habe ich in der Farbe 001N. Ich dürfte jetzt zu Leiche mutieren quasi. Die ist, glaube ich, damals gar nicht so super gut weggekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich die danach nochmal groß in Einsatz hatte. Also ich habe sie ab und an. Also ich habe sie auf jeden Fall danach nochmal verwendet und dann auch in meine Sammlung mit aufgenommen. Aber ich habe sie jetzt nicht super häufig verwendet. Auch die verteile ich mir jetzt mit meinem Pinsel. Die Produkte müssten auch tatsächlich bei Purish ins Sortiment kommen. Und da bekommt ihr diese Woche auch mit dem Code CLAUDISWELT, müsste das sein, 20% Rabatt. Ansonsten blende ich den aktuellen Code einfach mal mit ein. Ihr bekommt da wirklich auch 20% Rabatt auf alles, ne? Also auch natürlich auf Catrice Produkte. Uhu, ich bin ein Geist. Also das ist echt ziemlich krass. Ich nehme jetzt ein Schwämmchen, um das ein bisschen besser einzuarbeiten. Beziehungsweise eigentlich mache ich das jetzt, um etwas überschüssiges Produkt abzunehmen und das besser zu verteilen. Das macht das Schwämmchen gerade eher. Jipp, an der Nase habe ich da auch irgendwie so ein kleines Problem, weil ich das nicht so ordentlich eingearbeitet und verteilt bekomme. Das heißt, es setzt sich hier in der Falte ab. Gleichzeitig trägt es sich am Nasenflügel ab. Das ist natürlich total blöd. Da hat Catrice auch definitiv bessere Foundations im Sortiment. Aber wir sehen jetzt einfach mal, was der hier wie Soft Glam Filter macht. Und zwar diesen Glow. Ne? Also hier haben wir auch den Glow durch den Pearly Prime Endless Pearls, genau. Aber hier kommt es halt nochmal stärker raus, definitiv. Ja, wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es tatsächlich so, dass ich sagen würde, der spendet ein bisschen mehr Feuchtigkeit mit und der hier, oder? Das ist jetzt schwierig zu beurteilen, weil hier habe ich ja beide Primer drauf, ne? Wenn man richtig krass Glow will, nimmt man sich den hier. Wenn man ein bisschen Glow will, nimmt man sich den hier. Das würde ich jetzt einfach mal dazu sagen. Einen Concealer gibt es jetzt nicht neu. Habe ich jetzt hier den Sensitive Concealer Cover and Care in der Farbe 010C. Ich verlinke euch aber sowieso alle Produkte auch in der Infobox. Also es gibt diesen Under Eye Corrector jetzt auch in einer anderen Farbe, aber das passt bei mir farblich nicht ganz so gut. Das ist mir zu orange. Und dieser Concealer macht halt wirklich eine super leichte Deckkraft. Das ist so ein bisschen abgedeckt, ein bisschen, ne, ein Hauch von, aber es ist jetzt nicht Full Coverage heraus. Als nächstes Produkt habe ich hier den Magic Shaper Contour and Glow Stick. Den verwende ich jetzt
erstmal, bevor ich auch den Bronzer auftrage, welche Farbe habe ich überhaupt? 010 Light, genau. Okay, ja, ja, schöne Farbe. Das hat auch ein bisschen was von dem, wie hieß der nochmal? NYX, ne? NYX hat auch sowas rausgebracht. Da haben wir auch noch eine Glowy Seite, also haben wir hier wirklich Bronzer und Cream Highlighter, beziehungsweise Quatsch, Contour und Cream Highlighter. Da packe ich mir dann erstmal ein bisschen den Bronzer hin und hoffe, dass ich den auch wirklich verblendet bekomme. Ich mache das erstmal so, ja. Komm, ich versuche das jetzt auch mal mit diesem Dschungelbuchpinsel zu machen und sowas verblendet man dann ja meistens so nach oben hin, ne? Dass dann quasi nach unten hin das scharf ist und nach oben hin dann ausgeblendet wird. Oh, das funktioniert sehr gut. Er ist auch wirklich light, ne? Also wenn man einen etwas dunkleren Ton hat als ich, sollte man sich vielleicht das in einer anderen Farbe holen. Ich baue den auch noch ein bisschen auf. Nicht fleckig, wirklich sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber dezent, sehr dezent. Aber ich glaube, das ist okay, oder? Man sieht auf jeden Fall einen ganz kleinen Unterschied. Ist das ein extra Schritt im Make-up wert? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, wie ihr das so seht. Denn ich vermute, dass wenn ich gleich Puder auftrage, dass mir die Kontur so ziemlich verschwinden wird. Ich meine, dann hat man natürlich das Ganze von innen heraus, ne? Dann sieht es wirklich super natürlich aus. Aber ist es das wert? Ich weiß nicht. Ich glaube eher nicht mehr. Für die Nasenkontur könnte das wirklich was sein, weil ich mache ja ungefähr nie Nasenkontur, aber so macht das schon einen Effekt, ne? Ja gut. Da kommen wir gleich nochmal zu dem Highlighter. Vor allem, wenn man jetzt halt überlegt, dass Catrice halt auch dieses Produkt mit rausgebracht hat. Auch das ist eher so ein Dupe-Produkt, würde ich sagen. Es erinnert mich ein bisschen an den Be Perfect Bronzer und auch an Charlotte Tilbury, weil es ist ein Melted Sun Cream Bronzer. Habe ich in der Farbe 020 Beach Babe. Der schaut so aus. Und der ist dann halt einfach ein bisschen wärmer als das Contour-Produkt, was ich jetzt aufgetragen habe. Dann nehme ich jetzt auch einfach mal... Ich bin ja faul, ne? Das ist ja auch in Ordnung, den Pinsel. Und bronze mein Gesicht. Ja, das ist halt viel, viel intensiver. Viel, viel intensiver als der Contour-Stick, ne? Damit kannst du dir wirklich so einen Bronzy-Kaponzy-Look machen. Aber das ist ein ganz schöner Cream-Bronzer. Vor allem, wenn ich überlege, dass mir der Charlotte Tilbury, hier bin ich ein bisschen zu tief gekommen, gar nicht so ultimativ gut gefallen hat. Der war nämlich sehr, sehr fleckig. Hier habe ich jetzt halt einen Bronzer. Der schön ist. Der gefällt mir. Da wird man auch Ewigkeit mit auskommen, weil der sehr stark Farbe abgibt. Ne? Das finde ich aber auch positiv. Mit dem Finger ein bisschen nacharbeiten, weil ich zu tief gerutscht bin. Den Bronzer mag ich. Der ist gut. Der ist sehr, sehr empfehlenswert. Jetzt nehmen wir uns auch nochmal hier den Highlighter. Ja, der darf uns auch noch ein bisschen Glow spenden. Den setze ich mir dann natürlich hier so hin. Ich habe gleich auch noch einen Puder-Highlighter, aber ich mache ja ganz gerne, dass ich sowohl cremige als auch pudrige Texturen in einem Look vereine. Dann hält es einfach ein bisschen länger, ne? Und der Highlighter ist schön. Der hat schon Schimmer mit drin. Also man sieht auch die Schimmerpigmente, wenn man sehr, sehr nah rangeht. Genau. Hey, alles sehr nass in meinem Gesicht aus, ne? Mag ich irgendwie schon leiden. Dann, um es noch ein bisschen nasser zu machen, habe ich hier das Hydro Hyaluronic Face Mist. Das kannst du halt auch verwenden, um es über Make-up zu nehmen, damit die Texturen miteinander verschmilzen und so. Gucken wir uns mal an. Mmh. Also ich merke so Schaumbildung oder sowas auf dem Gesicht, auch ganz fancy. Ein Duft, es riecht irgendwie nicht ganz so... Also es riecht nach frisch gewaschener Wäsche, so kann ich das sagen. Ja, das passt. So, Puder. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich das übers ganze Gesicht geben möchte, um abzupudern. Soft Glam Filter Powder, das ist dieses hier in der Farbe 010 Beautiful You. Das war auch nur noch ganz, ganz wenig bei uns im Rossmann, wo ich geschaut habe, vorhanden. Denn ich glaube, dass wir hier auch irgendwie Schimmer mit drin hatten, weil ich hatte das auch einmal so kurz geswatcht, ne? Das gebe ich mir hier mal auf die Handinnenfläche. Ja, das hat einen Schimmer mit drin. Das hat also so ein bisschen was von dem Skin Enhancer aus der Limited Edition von Riva Loves Me und Maxime. Das heißt, ich werde mein Gesicht nicht komplett damit jetzt direkt abpudern, weil das könnte zu viel des Guten sein. Ich gebe mir das lieber nachher als, ne? Ja, nochmal drüber. Dann nehme ich jetzt einfach mal das Invisible Matte Loose Powder. Das ist dieses hier. Ich glaube, auch aus dem letzten Sortiments-Update kommt das, ne? Damit kann ich ja einmal mein komplettes Gesicht grob setten. Und wenn man das grob machen möchte und nicht zu intensiv, nimmt man sich einfach einen großen Pinsel. Ne? Ich dippe dann einmal so ein bisschen rein, habe das hier ja drin. Dann
gehe ich hier durch den Deckel. Dadurch arbeite ich das auch in den Pinsel ein und verteile das damit da auch ein bisschen besser. Dann kann ich damit übers Gesicht gehen. Dann habe ich nämlich das Make-up gesettet bzw. mit Puder dann auch an Ort und Stelle gebracht, ohne zu viel Cakey-Gedönsen verursachen zu können. Jetzt habe ich doch ein bisschen gekleckert hier, ne? Na toll. Und jetzt nehme ich mir den Soft Glam Filter und gehe hier auch mit meinem groben Pinsel rein und ja, bin mutig. Okay, das ist wirklich subtil. Also damit hätte man schon abpudern können. Ich hatte jetzt nämlich beim Swatchen erst ein bisschen Angst, aber es sieht wirklich gut aus und mir gefällt meine Base deutlich besser, als ich jetzt so gedacht hätte zu diesem Zeitpunkt, um ehrlich zu sein. Nee, das Puder mag ich gerne leiden. Tatsächlich kommen hier diese etwas gröberen Schimmerpigmente vom Highlighter auch gerade so ein bisschen raus. Okay, so. Jetzt habe ich hier ein Produkt und zwar ist das hier dieses Cheek Fair Blush and Highlighter Duo 010 Love at First Swipe habe ich mir ausgesucht. Da gab es ja, ich glaube, 3 verschiedene Farben. Da kann ich jetzt natürlich nicht mit dem großen Oschi reingehen. Nehme ich jetzt hier einen anderen und, okay. Das ist ein recht kühler Blush, ne? Ich bin sehr, sehr gespannt drauf, wie der dann auf dem Gesicht wirkt. Erstmal gar nicht, okay. Der ist sehr dezent. Der sieht irgendwie intensiver im Pfännchen aus, als dann nachher auf dem Gesicht. Klar, wenn ich den jetzt aufbaue, dann ui. Dann ui, genau. Oh. Man muss genau den Moment abpassen zwischen, hä, ich sehe den gar nicht und ups. Der hat auch einen Glow mit drin, also einen Schimmer, ne? Das sieht man auch, weil von da kommt das Licht, da ist nämlich das Fenster. Das ist mir schon wieder zu viel hier. Nun, dann haben wir halt so ein bisschen Barbie-Style, keine Ahnung, vielleicht wird er sich auch noch ein bisschen nachher mehr in den Look mit einfügen, wenn ich dann ja auch etwas bunter auf den Augen bin. Hier habe ich jetzt ein bisschen zu viel drauf tatsächlich, ne? Okay, ja, ist jetzt nicht mein Favorite, weil ich mag eigentlich nicht so diese Ultra-Schimmer-Geschichten, weil der auch sehr, sehr kühl aussieht. Und witzigerweise hast du hier halt nämlich auch noch einen Highlighter mit drin, wo ich mir denke, wenn du schon einen Schimmer-Blush rausbringst, dann musst du nicht ein Duo machen zusammen mit einem Highlighter, dann hätte man vielleicht eher so ein Bronzer- und Blush-Duo rausbringen können, wobei das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger dann ist, ne? Gut, ich nehme jetzt hier einen Highlighter-Pinsel und trage den dann hier auf. Es ist halt ein recht warmer Highlighter und ein kühler Blush. Das ist halt nicht so ganz harmonisch, ne? Und der Highlighter ist auch sehr, sehr so wow. Ja, Leute von heute. Der Highlighter ist halt sehr, sehr soft in seinem Pfännchen, sodass das Ganze dann abgeht wie ein Zäpfchen auf dem Gesicht. Und ich finde, seht ihr, was ich sehe? Es passt einfach nicht zusammen, ne? Obwohl das als Duo verkauft wird. Also so ein warmer Champagner-Highlighter mit diesem richtig kühlen Blush. Für mich persönlich ist es halt einfach nicht passend. Aber gut, ja, ist halt so. Und Highlighter kann Catrice natürlich, ne? Die sind fantastisch. Also der Highlighter alleine für sich, aber den Blush feiere ich jetzt nicht so sehr. Schwieriges Produkt. Augenbrauenprodukt, da haben wir jetzt nicht neu. Da verwende ich hier einmal den Slimmatic Ultra Precise in der Farbe 015 Ash Blond. Ein wirklich großartiges Produkt, was sich aber leider viel zu schnell aufbraucht. Also ich habe den jetzt schon wieder fast leer, ne? Der ist nur noch so ein ganz kleiner. Den habe ich jetzt gleich, wenn ich meine Augenbraue hier fertig habe, leer. Und den habe ich vielleicht 10-mal verwendet oder so. Das ist schade, weil die Farbe ist so genial. Und da ich kein Fan von Augenbrauenseifen bin, habe ich mir auch nicht die neue Augenbrauenseife geholt, sondern verwende auch hier mal wieder den Superglues Brow Styling Gel von Catrice. Den gibt es halt immer nur irgendwie super selten. Ich weiß gar nicht, was das ist, weil der ist echt super, dieser Glue. Weil der wirklich gut die Augenbrauen auch fixiert, ne? Ich mag das ja. Als nächstes kommen wir zur Lidschattenpalette und ich bin sehr, sehr aufgeregt darauf. Ich habe mir nämlich natürlich die sehr bunte Variante ausgesucht. Color Blast Eyeshadow Palette in der Farbe 020 Blue Meets Lime. Und genau das ist natürlich großartig. Blaue Lidschatten sind schwierig, aber die sieht vielversprechend aus, Leute. Boah, da ist sogar ein Cake Liner mit dabei, den du quasi mit Wasser aktivieren könntest. Ihr habt bestimmt schon zigmal diese Palette geswatcht gesehen, aber ich möchte es jetzt trotzdem auch machen, um mir selber auch einfach eine Meinung über die Qualität bilden zu können, ne? Ich sag's wie es ist, diese Lidschattenpalette hat definitiv meine Aufmerksamkeit bekommen, denn wow, zieht euch diese Palette rein. Ich finde diese Konstellation wunderschön, das ist richtig cool, mag ich super gerne leiden. Wir haben jetzt 2 verschiedene Konsistenzen von hellblau Schimmertönen, da muss man halt, weiß ich nicht, hätte das jetzt sein müssen, keine Ahnung, aber es ist trotzdem schön. Das ist der Cake Liner, der wird ein bisschen mehr rauskommen, wenn man den halt nass macht, ne? Ansonsten ein heller Schimmerton, der auch so ein bisschen ins Rosane geht, ein Lavendel mit dabei,
dieses Limettengrün, was halt auch super zu diesem Schimmergrün passt. Dann dieses etwas zum Abdunkeln, ne? Ich glaube, das kann was werden mit uns. Was auch ganz neu ins Sortiment gekommen ist, sind diese Magic Perfectors Cosmetic Tape Dinger. Also ja, ihr könnt das, kennt das ja von mir mit den Einhörnern. Und jetzt mache ich das hier mit diesen Viechern. Kannst du wahrscheinlich auch genauso gut einfach Washi-Tape aus dem Bastelbedarf nehmen. Musst du halt schauen, ne? Aber naja, es ist jetzt neu im Sortiment auch und ich möchte es gerne ausprobieren. Oh, das ist sogar so ein bisschen stoffig von außen. Kann man das vielleicht sogar so reißen? Jo, das kann, das ist natürlich cool, ne? Ist wie ein Mullbinden oder so. Sehr dünn. Ich glaube, das ist symmetrisch, oder? Ich habe jetzt kein Geodreieck dran gehalten, aber das könnte wohl was werden. Ich nehme jetzt zuallererst den Ton Lavender. Das ist der Lavendelton hier oben. Und den platziere ich mir hier innen beginnend, quasi in meiner Lidfalte. Baue mir den entsprechend auf. Er pastellig, aber er wird sichtbar. Nach außen setze ich mir den, voll der Handkrampf, den Ton Lime, dieses hell Limettengrün matt. Tupfe das dann auch quasi auf den Klebestreifen und ziehe das dann in die Lidfalte und versuche das auch ein bisschen mit dem Violett zu verbinden. Auch hier haben wir eine eher leichte Deckkraft oder eine leichte Pigmentierung vielmehr von dem Ton, sodass man den schon ordentlich aufbauen muss, ne? Aber man sieht einen Hauch vor. Dann nehme ich mir den Ton Misty, das ist ja dieser gräuliche Ton. Und den platziere ich mir wirklich hier außen an der Kante und blende den dann so rein. Also quasi wirklich in Dip-Bewegung immer auf das Tape, ne? Und der Blend geht dann in den Look hinein. Dadurch wird es außen auch ein bisschen verdunkelt, aber auch schmutziger. Ich weiß nicht, ob ich das mag. Ich finde, dass mir die Verbindung zwischen dem Lila und dem Grün jetzt auch nicht so perfekt gelungen ist, sodass ich dazwischen jetzt gerne noch ein bisschen Blau auftragen möchte, und zwar dieses Cornflower. Das hat derbe Kapitjes und das setze ich mir dann, ja, mittig hin. Das verblendet es natürlich viel schöner, ne? Weil Lila besteht aus Blau und Rot und Grün besteht aus Blau und Gelb. Also man muss schon ziemlich viel Arbeit reinstecken, dass es auch wirklich alles definiert bleibt und dass der Look auch jede Farbe irgendwie herausstechen lässt. Ne? Es ist nicht leicht, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Also es ist nicht leicht zu verhindern, dass es irgendwann eine große Matschepampe wird. Man sollte sich wahrscheinlich eher darauf konzentrieren, dass man sagt, Mensch, ich kombiniere jetzt 2, 3 Farben und nicht, ich möchte jetzt die komplette Palette auf meinen Augen haben. Ich glaube, das war mein kleiner Fehler, den ich hierbei gemacht habe. Nun, ich kann jetzt hier auf jeden Fall schon mal die Klebestreifen entfernen. Da muss ich sagen, definitiv sehr empfehlenswert, wenn man solche Klebestreifen sucht. Wird man jetzt in der Drogerie halt auch hier fündig. Ich finde, hier habe ich auch eine richtig schöne, klare Kante geschaffen. Das gefällt mir wirklich gut. Ich setze mir auch diesen Cornflower, dieses Blau einfach an den unteren Wimpernkranz. Da musst du nur ein bisschen aufpassen, weil der sehr staubig ist, dass der dir nicht zu krümelig wird, ne? Also ich mache das dann am besten wirklich Kopf über Tisch halten und dann drauf machen. Außen mache ich mir noch ein bisschen was von dem Grau auch mit rein, dass oben und unten etwas besser miteinander verbunden werden. Also von dem Misty. Also die Töne haben sich wirklich sehr, sehr schön und cremig angefühlt, weswegen ich eigentlich davon ausgehe, dass sie auch ohne Glitterglue schön rauskommen werden. Ich versuche es jetzt einfach wirklich auch ohne Glitterglue zu verwenden. Dafür starte ich mit dem Halo. Das ist ja dieser wirklich krümelige, helle Ton hier oben in der Mitte, ne, der diesen Rosé-Schimmer mit dabei hat. Und habe jetzt hier eigentlich so einen Point Brush genommen für meinen Innenwinkel. Oh ja, der kommt gut, Leute. Dann nehme ich den Ton Blue Blush, das ist der hier unten, und setze mir den auf mein Lid, auf mein bewegliches Lid, auf die innere Hälfte. Den muss ich ein bisschen aufbauen, aber den kann man doch bestimmt auch super mit dem Moonlit, der ist ja ein bisschen gröber im Pfännchen gepresst, ne? Toppen. Das heißt, den gebe ich da auch nochmal on top drüber und der verstärkt den Ton. Ja, schön. Das ist cool. Das mag ich. Ja, und nach außen hin gebe ich mir dann natürlich den Ton Kiwi. Das ist dieser Grünschimmerton. Auch ein sehr, sehr schöner Ton. Ich lehne mich jetzt auch mal ganz weit aus dem Fenster und sage, dass ich Kiwi für den schönsten Ton aus der Palette halte. Ne? Hier habe ich irgendwie ein Loch. Also da fehlt mir so ein bisschen Farbe, keine Ahnung. Hier habe ich da aber Farbe aufgetragen, keine Ahnung. Ja, ein bisschen Vorlaut habe ich auch, aber ich möchte natürlich noch gerne den Cake Liner verwenden. Den könnte man selbstverständlich auch hier so verwenden.
Ich glaube, das ist nichts für mich. Es ist beim Schlupflied halt immer ein bisschen schwierig, ne? Ich werde mir den ganz, ganz nah an der Wasserlinie auftragen und also wirklich nur an der Wasserlinie. Den Wing ziehe ich mir nachher mit einem anderen Liner. Ich nehme dafür einfach auch dieses Spray, mache mir da einen Sprüher hier mal oder zwei in den Deckel rein. Dann haben wir einen beiliegenden Pinsel am Start. Habe ihn nass gemacht, gehe in den Cake Liner. Dann ist es wie Wasserfarbe, ne? Das ist natürlich auch ein bisschen wie Suva Beauty und hat Huda Beauty nicht auch sowas mit drin? Keine Ahnung. Ich ziehe mir auf jeden Fall damit mal einen Liner. Oh, das trocknet sehr, sehr schnell und funktioniert sehr einfach. Also das ist eine schöne Sache. Kann man auf jeden Fall machen. Muss nur wirklich schnell arbeiten, weil das auch beim Auftragen halt super schnell trocknet, ne? Das ist Fluch und Segen zugleich, was natürlich aber auch an dem Spray liegt, ne? Also wenn ich jetzt normales Wasser nehmen würde, wäre es wahrscheinlich ein bisschen was anderes. Hier habe ich ja auch, glaube ich, ein bisschen Alkohol oder sowas mit drin. Genau, und dann trocknet das natürlich etwas schneller. Sieht fancy aus. Kann man nicht anders sagen. Passt auf jeden Fall zu der Lidschattenpalette und finde ich cool, dass die da so einen Cake Liner mit reingemacht haben. Also die Palette. Ich habe jetzt alles rausgeholt, was ging. Kann man nicht anders sagen, ne? Ich hätte es vielleicht auch schöner machen können, keine Ahnung. Aber mir gefällt im Prinzip, was ich sehe. Es hat aber auch sehr viel Zeit gekostet. Ich würde einfach empfehlen, dass wenn man die Palette verwendet, dass man da eher so zwei, drei Farbenlooks mitmacht, wie ich ja eben schon gesagt habe, ne? Also, dass du dich dann wirklich auf Blau und Grün beschränkst oder auf Lila und Blau oder so. Ja, weil so ist es jetzt ein bisschen viel und da geht halt einfach viel verloren auf dem Auge, das sieht man dann leider gar nicht mehr so viel von, was da an Arbeit eigentlich drinsteckt. Ne? Nun, ich werde mir jetzt auf jeden Fall mein Gesicht nochmal befeuchten mit diesem Hyaluronic Mist. Und da sieht das Ganze mit dem Blush und dem Highlighter auch gar nicht mehr so wild aus, wenn man so wilde Augen hat. Das ist halt immer so, ne? Ich habe was vergessen, das kann ich jetzt ja drauf machen. Und zwar dieses Max It Up Lip Booster Extreme Icy Plumper. Das wollte ich nämlich machen, weil ich habe nachher noch einen anderen Liquid Lip Balm oder sowas. Und den kann ich doch jetzt einfach mal so zwischenzeitlich drauf machen. Der riecht nach Eisbonbon. Oh, ich mag Eisbonbons. Macht der wirklich weiße Zähne? Er macht auf jeden Fall einen schönen Glow auf die Lippen. Klebt nicht. Oh, der kühlt wirklich. Da ist Menthol am Start. Muss man mögen. Ich finde es eigentlich ganz angenehm. Sieht schon cool aus, oder? Doch, kann man auf jeden Fall machen. Ist sehr, sehr kühl. Es hat wirklich so ein Zwischending zwischen Eisbonbon und Fisherman's Friend, habe ich gerade auf meinen Lippen. Das ist ziemlich witzig. Okay, jetzt möchte ich gerne einen Eyeliner ziehen. Und zwar habe ich hier den Calligraph Pro Precise Matte Liner, 20 Stunden. Soll angeblich auch neu sein. Und den setze ich mir so ab Mitte und dann Wing. Also der malt jetzt wirklich nicht so gut, ne? Das ist schon schwierig, da jetzt Farbe rauszukriegen. Was ist das denn hier? Das ist halt so ein Schwämmchen-Eyeliner. Vielleicht muss ich da erstmal das Schwämmchen richtig aktivieren. Ich weiß es nicht. Habe ich jetzt meinen Handrücken angemalt? Nö. Also kein Eyeliner, den ich jetzt irgendwie feier. Wobei das ziemlich cool aussieht mit dem Blau, ne? Aber ich bin jetzt wirklich kein Fan davon. Nee, der malt nicht gut. Jedenfalls nicht auf diesem 50 Kilo Make-up-Look, ne? Gut, andere Seite auch noch. Guck mal, da will der gar nicht malen. Der hat einfach keinen Bock drauf. Das liegt jetzt wahrscheinlich auch an dem Liner, der da drunter ist. Andere Seite hat ja noch gerade so funktioniert. Aber jetzt kapituliert der schon wieder, ne? Nö, für meine Zwecke ist der wirklich nicht gut geeignet. Der wird halt viel zu dick dann irgendwie, weil man muss halt irgendwie fünfmal drüber und so. Und oh, das nervt mich. Und vor allem muss ich doll drücken und das möchte ich nicht. Also ich möchte halt einfach drüber fahren und das dann auftragen können, ne? Und das gibt der leider nicht her. Also, nee, da doktere ich jetzt nicht noch weiter dran rum. Der hat mir den Look eigentlich so relativ nicht versaut, aber das sieht doof aus. Nee, nee, nee. Mit meiner Catrice Wimpernzange biege ich mir mal meine Wimpern zurecht. Und dann haben wir hier zwei verschiedene Mascaras, die ich gerne mit euch probieren möchte. Einmal die Pure Falls Lash Beyond Black Mascara und die Curl It Volume and Curl Mascara. Das sind diese beiden. Ja. Beides rein, die es jetzt auch so schon bei Catrice gibt, ne? Ach, guck mal, wir haben hier zwei bananenförmige Bürstchen, wobei die pinke, also die Curl It, ist ein Gummibürstchen und die False Lash ist ein Faserbürstchen. Und da sind Fasern drin. Okay. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht.
dritte Schicht. Beide machen wirklich eine Länge rein, die ich sehr, sehr angenehm finde. Beide trennen die Wimpern auch. Bei beiden würde ich mir mehr Volumen wünschen. Mehr das, was viele nicht so gerne mögen. Also ich glaube, dass diese Mascaras wirklich für sehr, sehr viele ideal geeignet sind und auch viele, die mögen werden, ne, weil die halt, wie gesagt, auch Schwung geben, die geben Länge, Definition und Volumen ein kleines bisschen, aber ich brauche Fülle in meinen Wimpern, das ist eben das, was ich halt auch super gerne mag, weswegen ich beide Mascaras auch als Kombinationsmascaras verwenden würde und werde. Da denke ich zum Beispiel an meine Nabla Vicious, die würde ich mit beiden super gerne kombinieren, weil man dann quasi hier durch diese Länge diesen Schwung bekommt und durch die Nabla Vicious diese Dichtigkeit, die Dichte, also das, ja, die Fülle. Genau, also ich finde nämlich einfach, dass es relativ unfertig aussieht, aber das ist einfach eine persönliche Präferenz, ne? Natürlich ist es auch so, dass wenn man die Wimpern so tuscht, wie sie jetzt aussehen, dass der Augenlook viel mehr zur Geltung kommt, ist klar. Und ich würde schon sagen, dass wir auf dieser Seite eine Mascara haben, die ich lieber mag als diese hier. Die hier macht wohl Schwung und sie trennt die Wimpern. Das ist für mich eher eine Alltagsmascara. Und die Pure False Lashes ist halt wirklich nochmal ein bisschen mehr. Aber man kennt es auch von Catrice Mascaras, dass man die ein bisschen länger offen stehen haben sollte. Und dann gehen die halt richtig ab. Ne? Das ist eben so. Ja. Ne? Der Look gefällt mir aber wirklich gut. Also es ist wirklich sehr, sehr harmonisch geworden, auch wenn ich zwischenzeitlich dachte, das wird nichts mehr. Ich habe jetzt ja auf den Lippen noch dieses Max It Up Lip Booster Gedönsen. Ich finde es angenehm. Also ich mag das auch, dass es sich so frisch anfühlt, ne? Und ich werde das auch super gerne tragen. Ich bin halt auch einfach ein Fan von sowas. Ich finde auch nicht, dass sich das zu intensiv anfühlt. Wie gesagt, ein Zwischending zwischen Fisherman's Friend und Eisbonbon. Ich nehme es jetzt aber eben runter, weil ich jetzt noch einen anderen ausprobieren möchte, und zwar den Marvelicious Liquid Lip Balm. Der sieht so aus und der hat auch so leicht bläuliche Schimmerpartikel mit drin. Sieht sehr interessant aus. Ich habe den in der Farbe Strawless Flawless 050. Riecht leicht süßlich, würde ich sagen. Ne? Oha, das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber irgendwie schon, wenn ich mir die Verpackung so angucke. Ne? Also interessante Produktbezeichnung. Für mich ist es einfach ein Lipgloss, ne? Möglicherweise hat er noch irgendwelche pflegenden Eigenschaften da so mit dabei, weil ansonsten würde man das ja weniger Liquid Lip Balm nennen. Mit Kokosnussöl. Okay, hier, guck mal. Das wird dann auch wahrscheinlich noch die Lippen pflegen. Passt auf jeden Fall zum Look, ne? Genau, kurzes Fazit. Nein. Ich weiß ja nicht. Ansonsten fein. Also das ist so mein Resümee des Ganzen. Schreibt mal gerne eure Erfahrungen oder eure Reviews zu den Produkten in die Kommentare, falls ihr sie auch schon mal ausprobiert habt. Vielleicht habt ihr auch andere Produkte aus der Sortimentsumstellung ausprobiert, dann Feuer frei, Leute. Ich finde dieses Sortiments-Update auf jeden Fall besser als das letzte, muss ich gestehen. Ich finde meinen Look sehr, sehr schön. Also das ist ein bisschen intensiv, aber es sieht alles sehr basic aus. Keine Ahnung, also mir gefällt's, ne? Also im Großen und Ganzen und insgesamt, aber manchmal war das halt auch echt ein kleiner Kampf, ne? Ihr Lieben, das wäre es jetzt hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.